Sag jetzt nochmal, was da abging zwischen Uwe und Kevin. Kevin Wolter hat den Sponsor gewechselt. Der war ja bei Smilodogs, bei Neosubs, hat bei Neosubs sogar Produkte mitentwickelt und ist auf einmal zu ESN gewechselt, andere Supplement-Firma. Und auf einmal kommt ein Video raus, neuen Sponsor. Dieses Video ist nicht auf offene Ohren gestoßen, sage ich mal. Wie soll man das dann sagen? Also Uwe war nicht besonders erfreut über dieses Video, weil seiner Meinung nach Kevin Scheiße erzählt hat im Video. Dann hat Uwe reacted auf dieses Video und hat die Fakten genannt, so mäßig die Abrechnung, cool savage das Urteil. Und daraufhin hat Kevin Wolter wieder reagiert. Und Uwe sagt, Kevin redet scheiße, Kevin sagt, Uwe redet scheiße. Und wir werden die heilige Tafel zu Rate ziehen und wir werden schauen, was heute bei rumkommt. So, das wird's sein. Oh, jetzt kommt meine Rechtschreibschwäche wieder. Reaction in Section. Ja, wir gucken nur Anfangscharte. Der Rest ist egal. Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter. Ihr habt's gesehen, in der Vergangenheit gab's ein paar Änderungen, weil ich einfach mit ein paar Dingen nicht so zufrieden war, die nicht so gelaufen sind, wie ich mir das vorgestellt habe. Und genau deswegen sind wir heute bei meinem neuen Sponsor, und zwar bei ESN. Ich bin einfach an einem Zeitpunkt in meiner Karriere angelangt, wo ich nur noch mit den Besten zusammenarbeiten will. Ich kürze das jetzt ab. Er möchte nur noch mit den Besten zusammenarbeiten. Bis selber als Influencer hat man auch eine wahnsinnige Verantwortung. Man möchte den Leuten auch seine Produkte nahelegen und das einfach auch mit dem besten und reinsten Gewissen. Das halten wir auch mal so fest. Verantwortung. Gewissen ist auch noch ein gutes Schlagwort. Wenn man einfach hinter der Qualität stehen kann, hat man damit auch nicht so ein Problem, wie man vielleicht hat, wenn man nicht so mit den Produkten und mit der Firma in Reihen ist. Okay, er sagt indirekt, er konnte nicht mehr zu den Produkten stehen. Das, was zu diesem Video, ich habe es mir schon angeguckt, sage ich euch ehrlich, aber nur überflogen. Den Rest kannst du knicken, das ist für unser Video unrelevant. Folgendes haben wir aus Ausgangslage, was den Streit begangen hat in unserer Analyse. Möchte nur mit den Besten zusammenarbeiten. Er hat Verantwortung seiner Community gegenüber und kann deshalb halt kein Produkt, wo er nicht zu 100% hintersteht, bewerben. Sagen wir mal so, Dr. Smile oder wie die Smile Secret Scheiße heißt, fragwürdig schon mal. Wollen wir das Ganze mal ein bisschen noch sachte behandeln? Gewissen. Er hat ein Gewissen seiner Community gegenüber. Sollte jeder Influencer haben, denn ein Influencer, und das hat er richtig gesagt, die Leute hören darauf, was gesagt wird. Manchmal mehr als auf Lehrer, auf die Eltern, als auf sonst was. Konnte nicht zu den Produkten stehen. Finde ich auch eine sehr interessante Aussage. Wie kann man mit den Produkten unzufrieden sein, wenn man sie selber hergestellt hat? Das ist nämlich auch so eine Sache. Also Fakt ist, er hat die Produkte mitentwickelt. Die Produktzusammensetzung, den Hersteller sonst was gewechselt hat, deshalb ist ab jetzt sofort die Qualität nicht so gut. Muss ich einfach mal sagen, unterm Strich finde ich völligen Schwachsinn. Er stand 2 Jahre hinter dem Produkt. Schau, sag ich ganz ehrlich, Leute, ich habe gar keinen Bock auf dieses Video, auch gar keine Zeit. Jede Minute oder in jeder Stunde könnte meine zweite Tochter zur Welt kommen. Aber ich muss das tun, Leute, weil der gute Kevin was behauptet hat, was ich nicht auf mich sitzen lassen kann. Was mich aber noch viel mehr stört, ist, dass er meine Neosubs-Produkte oder allgemein meine Produkte indirekt mit schlechter Qualität bewertet. Oder wie er in seinen Insta-Stories sagt, er ist froh, einen Partner gefunden zu haben, der ihn ebenwürdig ist. Mich stört nicht, dass Kevin irgendwie jetzt vielleicht glücklicher ist, darum geht das gar nicht, oder dass er jetzt viel mehr Geld verdient. Aber die Sache ist, Kevin und meine Unternehmen hatten eine Vereinbarung, wir haben einen neuen Vertrag ausgehandelt, der über 2 Jahre ging, natürlich auch wieder mit mehr Geld. Und wir haben halt einfach eine neue Vereinbarung getroffen, wie wir in den nächsten 2 Jahren zukünftig zusammenarbeiten. Und haben uns dann anschließend die Hand drauf gegeben, so wie man das bei Geschäften halt macht. Handschlag auf einen Vertrag gegeben. Jeder, der sich ein bisschen auskennt im kaufmännischen Handschlag, gilt als Zusage. Mehr stört mich aber, dass Kevin die Neosubs-Produkte in seinem neuen Sponsor-Video auf seinem Hauptkanal so runterredet, damit er einfach besser dasteht, beziehungsweise damit der Wechsel für den Zuschauer verständlich ist. Begründung, Quali? 3 Jahre lang zusammenarbeiten und am Ende sagen, ja, die Qualität ist schlecht, jetzt habe ich endlich einen neuen Partner, der mir ebenbürtig ist. Kevin, du hast bei uns die Produkte mitentwickelt. Zudem kommt noch, dass du Anteile von Neosubs haben wolltest. Finde ich absolut realistisch. Er gibt zu, dass er die mitentwickelt hat, warum sollte man nicht versuchen? Er ist irgendwo auch Geschäftsmann, Anteile zu kriegen. Ich kann euch aber ganz genau sagen, warum er das so gemacht hat im Video, beziehungsweise warum er gesagt hat, ja, jetzt habe ich endlich einen Sponsor mit besserer Qualität. Ich meine, so ist es doch viel einfacher zu sagen, als wenn man sagen würde, ja, ich habe einen neuen Sponsor, ich kriege da viel mehr Kohle und ich wollte einfach mal was Neues probieren. Ich meine, okay, fassen wir mal bis zu dem Zeitpunkt zusammen, Leute.
fassen wir mal einmal kurz zusammen. Bisher hat alles Hand und Fuß, was Uwe sagt, weil einfach zum einen Kevin es selber zugibt und es einfach nachvollziehbar und macht Sinn. Ich kenne Kevin jetzt mittlerweile schon seit über 3 Jahren und ich weiß, wie er tickt. Kevin ist ein extrem sehr, sehr großer Egoist. Finde ich eine harte Aussage, das erstmal so rauszuhauen. Da hängt schon mega Zorn hinter dieser Aussage. So, ist eine Behauptung, die, würde ich mal sagen, nur Leute irgendwie nachvollziehen können, die Kevin auch kennen. Sache, er kann sein Ding durchziehen. Das war auch genau das Gleiche, als er sagte, er hat Depressionen, er braucht erstmal eine Pause. Und dann haben wir ihn gefragt, ja, wie lange möchtest du denn gerne so Pause machen? Ja, kann ich nicht sagen, kann 3 Wochen sein, kann aber auch 3 Monate oder 6 Monate sein. Was willst du uns denn jetzt damit sagen? Wie können wir dir helfen? Ja, ich brauche aber trotzdem Geld und ich zähle auf eure Unterstützung. Da hat er wieder so seinen Egoismus durchgezogen, so wie Kevin halt ist. Und dann haben wir uns damals schon drauf geeinigt, okay, wir helfen dir finanziell, ist kein Problem. Okay, also ich kann euch an einer Stelle was sagen zu den Jungs von Neosubs und Smilodogs. Ne? Also Uwe sagt an der Stelle, und das passt einfach jetzt hier rein, deshalb sage ich das nicht am Schluss zu meinen eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Er sagt jetzt, die haben finanzielle Hilfe angeboten. Ich kann euch sagen, damals hatte ich auch ein kleines Problem. Die haben mir tatsächlich auch finanzielle Hilfe angeboten. Letztlich habe ich es nicht angenommen, aber die haben es mir angeboten. Und das werde ich den Jungs auch nie vergessen. Aber dann plötzlich irgendwie hat er dann anscheinend doch keine Depression gehabt und hat dann wieder einfach nur mal Videos hochgeladen. Und YouTube hat sich auch gewundert, hä? Ich dachte, du hast Depression und machst jetzt erstmal Pause. Ich sag dir mal was zum Thema Qualität, Kevin. Deine Glaubwürdigkeit verliert immer mehr an Qualität. Das ist das Einzige. Aber nicht meine Produkte. Ich bin seit jetzt über 15 Jahren im YouTube-Business. Meine Unternehmen, mittlerweile, was sind das, 8 Jahre? Müsste ich nochmal nachgucken. Da kann ich mir nicht erlauben, scheiß Qualität rauszuhauen. Aber was für ein Müll. Du bist ein richtiger, verdammter Lügner. Ein V-Mann bist du. Und das kleine Highlight kommt jetzt noch. Haben wir auch zu ihm gesagt, ich sag, Kevin, das, was wir jetzt alles für dich getan haben, mit der ganzen Drachenlord-Scheiße, mit deinen Depressionen, haben wir ihm gesagt, Kevin, wenn du jetzt so einfach uns verlassen würdest nach dem Drachenlord-Shitstorm, dann bist du echt ganz weit unten durch bei uns. Und dann sagte er, macht euch keine Sorgen, wenn das passieren sollte, dürft ihr mich ausziehen und mich hinten in den und dann papp, papp, papp. Ich da muss ich wirklich mal sagen, wenn er sich das ausgedacht hat, ne, dann ist er für mich der Picasso der strategischen Kriegsführung. Kevin, wenn wir uns das nächste Mal sehen, geh auf Knien, auf alle Viere, schönes Hohlkreuz machen und dann gebe ich dir das, was du zu mir gesagt hast. Ein Vertrag aus... Geil gesagt, einfach von Uwe, kann man nicht anders sagen, ne? Am Ende uns nicht mal Bescheid gegeben, ey Leute, ich bin nicht mal raus, wisst ihr, wie wir das herausgefunden haben? Das ist noch ein ganz anderes Thema, Thema Vertragsbruch. In den YouTube-Videobeschreibungen war auch nichts mehr, plötzlich andere Shirts an und da hat er uns immer noch nicht mitgeteilt, dass er gerne bei einem anderen Sponsor sein will, weil er da besser bezahlt wird oder was. Sagen wir mal, Vertragsbruch ist natürlich die nächste Sache. Geht überhaupt nicht, Vertrag hat irgendwas mit Ehre zu tun. Und man kann sowas absprechen, aber wenn man einen Vertrag unterschreibt, muss man ihn erfüllen. Das ist einfach so. Ein Mann, ein Wort. Wir gucken jetzt Kevin direkt an. Warum dieses Statement? Dieses Statement, leider sehr verletzend von Uwes Seite aus. Die Worte, die Sachen, die gestern gesagt wurden, einfach absolut unter der Gürtellinie. Und als ehemaliger Freund, wie ich es dachte, hat es mich wirklich auch emotional berührt und getroffen, dass da einfach... Also die ersten Worte kann ich sagen, und ich bin nicht im ganzen Video dieser Meinung, die ersten Worte kamen für mich ein bisschen gestellt rüber. Kann ich euch direkt sagen, wie es ist. Habe ich auch gedacht, als ich, mir das erste Mal angeguckt habe. Wie gesagt, bin ich nicht im ganzen Video der gleichen Ansicht. Aber die ersten Worte kamen für mich ein bisschen gestellt rüber. Kommt aber auch manchmal so, weil man nimmt die Szene ein-, zweimal auf. Erste gefällt einem nicht so, man erzählt das nochmal. Ich kenne das selber von YouTube-Videos. Man macht 3, 4 Aufnahmen, irgendwann wirkt es gestellt, weil... einem hat ein Versprecher nicht gefallen und so weiter und so fort, wisst ihr? Ja, gucken wir mal weiter. Was sich jemand hinsetzt, mit dem du jahrelang gearbeitet hast und einfach komplette Lügen erzählt. Ich möchte mich auch entschuldigen bei euch. Ich möchte mich wahnsinnig entschuldigen bei euch, weil das, sowas gehört nicht in die Öffentlichkeit. Sowas macht man nicht, sowas gehört sich nicht. Wir hätten uns da einfach, die hätten mich anrufen können. Ey Kevin, wir müssen da mal reden, aber... Aber das fand ich, den finde ich auch geil. Ihr hättet mich anrufen können. So, sowas macht man nicht, ne?
er hat das Video rausgehauen, wo er eindeutig sagt, diese Firma, wo ich die ganze Zeit war, hat scheiß Qualität. Ne? Und da hätte er auch mal vorher anrufen können und sagen können, pass mal auf, wie klären wir das im Video, was kann ich sagen, ich möchte euch nicht in die Scheiße reiten. Wir waren jahrelang Partner. Also da jetzt in der Hinsicht zu Uwe zu schießen, finde ich einfach nur behindert. Kann ich so sagen, wie es ist, und da finde ich auch kein anderes Wort für. Kommen wir zum ersten Thema, und zwar, ich habe einen laufenden Vertrag. Ich habe keinen laufenden Vertrag. Ja klar, wir haben uns hingesetzt letztes Jahr und haben Vertragsverhandlungen gehalten, aber es gab in keinster Linie irgendeine feste Zusage von meiner Seite aus, dass wir es zu den und den Konditionen machen. Aber wenn du immer nur angelogen wirst, über die ganze Zeit angelogen wirst und angelogen wirst... Jetzt haben wir unter einem eine Unterstellung, dass die ganze Zeit gelogen haben sollen. Kann ich aus meiner Erfahrung sagen, die haben in meiner Zeit, meinen anderthalb Jahren, glaube ich, bei Smiledogs, haben die nicht einmal gelogen, nicht einmal Scheiße gesagt und waren immer sehr korrekt und fair. Wo ich einfach so enttäuscht war von den Firmen Smiledogs und Neosubs, dass ich einfach für mich entschlossen habe, ich will da nicht bleiben. Ich hatte auch zwei Angebote von zwei viel, viel größeren Supplement-Herstellern. Ich glaube, mit sogar die Marktführer weltweit, was die Umsätze angeht. Aber die habe ich auch abgelehnt, weil ich da auch mit den Qualitäten halt nicht so zufrieden war. Genau mit dieser Entscheidung habe ich mich dann an einen guten Freund gewandt, der mir dann eine Option aufgeboten hat. Und diese Option hieß dann für mich ESN. Und mit dieser Entscheidung habe ich dann beim eigentlichen Geschäftsführer von Smiledogs und Neosubs angerufen und habe ihm mitgeteilt, dass ich diesen Vertrag nicht verlängern möchte. Widersprüchliche Aussage, ne? Uwe sagt, er hat eigentlich so quasi nur beiläufig erfahren, dass Kevin einen neuen Partner hat. Er sagt, er hat sogar angerufen. Hart widersprüchliche Aussage, ne? Und mit dieser Mitteilung an Smiledogs und Neosubs, dass ich diesen Vertrag nicht verlängern möchte und werde, kam zwei Tage später oder drei Tage später, hatte ich eine E-Mail im Postfach, dass mich Smiledogs und Neosubs verklagen. Weil die sind der Meinung, dass ich einen Vertrag habe. Und in dieser Mitteilung von den Anwälten von Smiledogs und Neosubs stand auch drinne, dass ich mich unter gar keinen Umständen in der Öffentlichkeit zu irgendwelchen Themen oder wechseln oder sonst irgendwas äußern darf. War einfach nur ein strategischer Vorteil, den sich Uwe verschaffen wollte, indem er mich mundtot macht oder versucht, mich mundtot zu machen, damit er zuerst seine Lügen auf den Markt bringen kann. Ah, also die Unterstellung ist ja schon mal ziemlich hart, muss ich sagen. Mag auch sein, dass er Insider-Informationen hat zu Neosubs, weshalb ein Anwaltbrief gekommen ist, der sagt, Kevin, diese Informationen dürfen nicht an die Öffentlichkeit. Warum bin ich denn eigentlich von Neosubs und Smiledogs gegangen? Für mich persönlich hat die Qualität einfach in keinerlei Hinsicht gepasst. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Das wird er nicht erst nach zwei Jahren erkannt haben. Er war mit in der Thematik drin, Produktion, Entwicklung, blabliblub, absolut Abfuck-Move. Denn auf einmal, irgendwann ist die Qualität nicht gut. Als Endverbraucher, sagen wir angenommen ihr Leute, ihr holt euch zwei Jahre lang den Reis eurer Wahl und fällt euch dann nach zwei Jahren auf, dass die Qualität scheiße ist? Nein, ihr kauft ihn schon nach zwei Wochen nicht mehr, weil ihr merkt, das ist scheiße. Eventuell hat er einen Vertrag, dass er nichts dagegen sagen darf. Sagt Yasu, ich sage es euch, er wäre aus dem Vertrag rausgekommen. Ich sage es euch auch so, wie es ist. Auch ich bin aus meinem Vertrag rausgekommen, weil ich denen meine Gründe gesagt habe, die haben es verstanden. Ich habe versucht, immer das Beste für euch, für die Fans da rauszuholen. Aber wenn einfach nicht auf mich gehört wird, kann ich dann auch nicht mehr helfen. Und wenn mir dann immer nur versprochen wird, ja, wir ändern das, ja, wir ändern das, ja, wir ändern das, dann verliere ich auch irgendwann die Lust und gehe dann einfach. Aber ab wann ist ihm das aufgefallen, dass die Qualität scheiße ist, und wie lange macht man denn trotzdem Werbung dafür? Also wenn man will, dass was geändert wird, Fakt unterm Strich ist einfach, du merkst, die Qualität ist scheiße und es wird nicht geändert, dann höre ich auf, dafür Werbung zu machen. Ist ein schwieriger Fall, man ist unter Vertrag, man möchte Werbung machen für diese Firma, aber irgendwann muss dann einfach Schluss sein, dann ist er selber auch einfach schuld. Okay, wäre möglich, er hat ihnen die ganze Zeit gesagt, ändert das. Sie machen es nicht. Aber wie lange macht man denn Werbung für etwas, was man scheiße findet? Wo ich dann auch rausgefunden habe, dass ihr gar nicht in Deutschland produziert, sondern im Ausland produziert, habe ich euch gesagt, ey, ihr habt zwei Wochen Zeit, das zu reparieren. Ansonsten mache ich ein Statement dazu. Nein, Kevin, bitte nicht, auf gar keinen Fall. Das kannst du doch nicht machen. Du hast Verträge, das ist eine Vertragsstrafe und so weiter und so weiter. Auf den Produkten steht drauf, nicht made in Germany, sondern da steht drauf, made in EU. In der EU haben wir aber nicht die Qualitätskontrollen, die wir in Deutschland haben. Ich habe euch gesagt, ihr habt zwei Wochen Zeit, das gerade hinzustellen. Ja, Kevin, nein, das schaffen wir nicht. Dann waren es sechs Wochen, dann waren es drei Monate, dann war es ein halbes Jahr. Und dann waren ein paar Produkte nach Deutschland geholt. Ja, Kevin, wir haben jetzt einen Produzenten in Deutschland. Wir machen da gerade eine Testproduktion. Ein paar Wochen später frage ich wieder nach, warum produziert ihr immer noch im Ausland? Ja, mit dem Produzenten hat es nicht so gepasst. Wir mussten den Produzenten wieder wechseln. Jetzt machen wir da eine Testbestellung. Wenn das alles stimmt, dann holen wir sie. Und immer wieder das Gleiche. Ich muss ja einfach an der Stelle auch noch sagen, also sehr ich gerade gegen Kevin geschossen habe, wenn das stimmen sollte, was er gerade sagt, dann ist das schon ein Vorgang, den kann ich irgendwie nachvollziehen.
Klar, irgendwann, wenn ich merke, die labern nur noch Scheiße und die Qualität ist immer noch kacke, dann muss man aufhören, dafür Werbung zu machen. Aber das ist auch wirklich ein Prozess, der kann sich ein bisschen hinziehen. Und wenn man da versucht, noch was auszubügeln, okay, könnte ich es irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Ich bin ein Freund von Qualität. Ich stehe für Qualität, denn ich verkaufe meinen Fans Qualität und nicht nur profitorientiert, um sich reich zu sparen, um den Leuten minderwertige Qualität zu verkaufen. Ich sag nur Smile Secret, also da muss ich sagen, halt die Schnauze, das ist doch echt. Ich bekomme weniger Geld, ich verzichte auf Geld, aber hab dafür Qualität und hab dafür ein reines Gewissen und kann nachts ruhig schlafen, weil ich meinen Fans, meinen Freunden, meinen Kunden Qualität verkaufe und nicht... Naja, jeder muss wissen, was er von dieser Aussage jetzt hält, ne? Ihr habt mich nur angemault, Kevin kriegt es hin, die machen uns fertig. Und die größte Frechheit ist ja überhaupt, dass du behauptest, ihr wolltet mir helfen beim Burnout. Wo wolltet ihr mir denn helfen? Ich habe euch heulend angerufen. Wir haben zu dritt telefoniert mit den Geschäftsführern. Du warst auch dabei. Mit den beiden Geschäftsführern haben wir telefoniert. Ich habe geheult. Mir ging es richtig dreckig. Und ihr habt mir gedroht mit Vertragsstrafen. Glaube ich nicht. Also wie gesagt, ich hatte auch Probleme mal. Geldtechnisch, und die sind auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob sie mich unterstützen können. Was du dann sagst, du hast es geklärt und bla bla, du hast nichts gemacht, du hast mich im Stich gelassen, wie die komplette Geschäftsführung, ihr habt mich alle im Stich gelassen. Was ist denn bei dir los? Wie kannst du denn so rumlügen? Hast du keine Ehre, hast du keinen Stolz? Wirklich nicht? Ich habe euch vertraut und habe darauf vertraut, dass ihr genau das gleiche Interesse habt wie ich, und zwar Qualität auf den Markt zu bringen und nicht sich die Taschen voll zu schaufeln mit der größtmöglichen Marge. Also ich finde das jetzt auch etwas theatralisch, so dieses rausholen. Ich wollte nur das Beste. Ich wollte nur für meine Fans alles Gute. Und das wollt ihr mir jetzt vorwerfen? Finde ich wieder mal ein bisschen drüber. Also hört sich alles für mich nach Geschwafel an, sage ich euch ehrlich, so wie es ist. Ich habe ja auch bei Neosop, Smiledogs und so weiter, war ich unter Vertrag. Die Jungs haben sich nie irgendwie uncool verhalten. Weshalb ich auch an der Stelle vielleicht ein bisschen vorbelastet bin und man darf unter Umständen nicht alles über einen Kamm scheren, weil man seine eigene Erfahrung gemacht hat. Ich habe damals bei den Jungs angerufen und so klärt man das nämlich. Ich habe denen gesagt, ich bin unzufrieden und ich mache zu viel Werbung. Das gefällt mir nicht. Und ich würde gerne dafür mehr Geld bekommen. Ja, und dann habe ich gesagt, ich würde gerne jetzt den Vertrag beenden. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Vertragspartner. Ich war im Gespräch und da waren die einfach ehrenhaft, kann ich euch sagen. Und die haben gesagt, kein Problem. Wir wollen niemanden Steine in den Weg legen. Wenn jemand weggehen möchte, dann soll er gehen. Weil es muss immer auf beiden Seiten muss es passen. Und genauso hätte Kevin damals sagen können, ich will hier weg. Die Qualität passt mir nicht. Aber ein Video zu machen, einfach zu gehen oder auch nach Absprache und dann ein Video zu machen und zu sagen, die Qualität ist scheiße, ist absoluter Müll. Das macht man nicht. Das kann ich einfach so sagen. Klar kann er irgendwie einen anderen Vertrag haben, aber ein Vertrag ist bindend. Er war bei mir genauso bindend wie bei ihm auch. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ein Vertrag noch bindender sein sollte. Tendenz ist eher pro Uwe auf jeden Fall. So, und wir gucken uns jetzt noch einmal das Kennst du nicht Video an. Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit Smiledogs, weil die auch echt cooles Zeug haben. Und mir wurde versprochen, dass ich auch eigene Ideen mit einbringen darf. Ja, finde ich ein bisschen unfair, jetzt diese Sachen so einzublenden, weil er war damals noch Hype. Also hast du blind unterschrieben, nicht einmal nachgeguckt, wo Neosoft produziert, aber bei ESN stellst du im ersten Werbevideo ihre Produktion vor. Damals vielleicht ein bisschen blauäugig. Finde ich jetzt nicht so wild, muss ich sagen. Mich da einlasse? Hätte ich mich niemals auf so eine Sache eingelassen. Ich bin ein Freund von Qualität. Das hat er schön zusammengestellt, das muss ich eingestehen. Meine Meinung jetzt nochmal zum Schluss, Leute. Ich bin pro Uwe. Muss ich so sagen, für mich hat das viel mehr Hand und Fuß. Auch ein Uwe hat vielleicht mal Fehler gemacht an anderer Stelle, aber wir sprechen jetzt nur über dieses Thema. Ich müsste mich jetzt nicht auf Uwes Seite stellen, das ist einfach meine Meinung dazu. Sag ich eine Erfahrung auch noch, die ich mit Kevin hatte. Ich kenne ihn als Mensch nicht, ich habe ihn nicht kennengelernt, aber er hat mir einmal eine Zusage gegeben für ein Video. Ich habe das groß angekündigt bei Instagram, was immer, ja, fragwürdig ist, weil wenn du sowas oft machst, dann machst du diese Videos nicht. Das ist dann kritisch. Also es war damals so, dass wir telefoniert haben. Er hat gesagt, so, nächste Woche habe ich Zeit, ich melde mich bei dir. Ich habe gesagt, alles klar, brauche ich dich also nicht anrufen, du meldest dich. Er hat sich nie wieder gemeldet, so. Für mich ist ein Mann ein Wort. Klar, ich bin irgendwo Bittsteller, weil er ein viel größerer Influencer ist als ich. Aber wenn ich jemand eine Zusage gebe, gebe ich ihm die Zusage. Und ich scheiß im Endeffekt drauf, wie viel Follower die haben. Und wenn ich eine Zusage gebe, dann fahre ich dahin. Und da hat er nicht zu seinem Wort gestanden, so. Das ist meine Erfahrung mit Kevin, muss ich einfach sagen. Das hat mich enttäuscht. Aber ich bin so, ich lutsche auch nicht.
Ich frage, wollen wir ein Video machen? Er hatte Bock. Okay, aber wenn ich einmal frage und er meldet sich nicht, scheiß ich drauf, dann rufe ich auch nicht nochmal an. Ja, zum Schluss, unterm Strich steht natürlich aber auch, Leute, wir wissen nicht, was los war und man kann dazu nichts zu sagen. Wir sehen uns. Kuss, Kuss.